So, dann wagen wir uns mal an die Herstellung einiger Sachen. Durch Codes, welche ihr auf den Monster Energy Drinks aktuell kriegt, könnt ihr euch weiteres Leder, Drachen etc. hinzufügen. Ich glaube, da kann man 15 oder 18 Codes maximal einlösen. So, jetzt sollten wir schon gut ausgerüstet sein. Jawohl, weiter geht's nicht. Das neue Schild können wir noch nicht nutzen, erst ab Stufe 3. Okay. Nahkampfwaffe genauso. Also müssen wir uns erstmal ein bisschen leveln. Im Bogen wird es wahrscheinlich das gleiche sein. Ach, da müssen wir hin. Ah, Stufe 10 sogar. Aber das wird noch etwas dauern. Reittier gibt es nur das Kamel. Montur haben wir jetzt noch keine weitere. Das wird perfekt passen. Na, wo will er denn hin? Der hat's ja eilig. So, dann verschaffen wir uns erstmal einen Überblick und suchen unser Ziel. Irgendwo da müsste es das sein. Jawohl, da haben wir es ja schon. Da sind keine Gegner. Oh, also die Ecke sollten wir vielleicht meiden. Gegen Panzerung Stufe 4 werden wir wahrscheinlich noch keine Chance haben. Aber 1 und 2, eventuell auch 3 würde sicherlich noch gehen.
Also da gehen wir Dies ist definitiv ein nicht dran. heiliger Ort, der Tempel des Amun. Gut, dann gehen wir wieder zurück und klettern mal nach oben. Oh, da ist schon einer. Gucken wir mal, ob wir den von hier kriegen. Ah, ich glaube eher nicht. Nee. So, er geht nach da. Wir müssen nach da. Moment abpassen und dann schnell hoch. Oh, der hat uns nicht gesehen. Na, da ist der Blick besser. Na, jetzt sind sie zu zweit. Wagen wir es oder warten wir noch? Also schnell. Hoch mit dir. So, warum ist jetzt hier so ein Haufen? Müssen wir uns hier zwingend verstecken? Kann es doch eh keiner sehen. Die zwei können wir wahrscheinlich schlecht ausschalten, ohne dass die es bemerken. Eins, zwei, nee. Das wird nichts, wenn. Wenn ich da runterspringen sehe, nehme ich auch. Wir müssen einen anderen Weg finden, glaube ich. Ja. Da ist auch noch einer. Also am besten an der Seite runterklettern und vorbeischleichen. So, wie schalten wir jetzt die zwei Freunde da aus? Wenn jetzt einen anschießt, wird er anderes merken. Ja, anders wird es nicht gehen, ne? Ah, Mist. Was macht er denn jetzt? Komm, bleib hier. Geh, schnell! Wo ist Theremun? Also. Bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Nanu? Ach, das waren Feinde.
shit. Ah, verdammt. Wie legt man den jetzt nochmal ab? Ah, so gut. So, jetzt. Oh, komm her, mein Freund. Gott, wieder einer weg. Sehr schön. So. Am besten jetzt aufs Kamel geschmissen und weg hier. Ja, super. Der steht da wieder ganz genial jetzt. Oh. Toller Clipping-Fehler hier. Verschwinde da im Felsen. Mann, Mann, Mann. So. Ah, da hinten kommen wir gar nicht lang. Also, da müssen wir einen Umweg nehmen. So, wir sind ja erstmal noch eine Weile unterwegs. Was haltet ihr eigentlich von der Atmosphäre in dem Spiel? Ich finde ja sehr gelungen. Seht, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Ah, das ist ja praktisch. Jetzt folgt er so lange der Straße, bis ich das Ganze abbreche. Was haben Sie mit Teremuns Hof gemacht? So, da sind wir dann auch schon. Hier wurde das alles runtergebrannt. Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Issa? Na? Sie liegt hier. Wo ist denn dein Gesicht? Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Teremun scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. So viel Tod in der Oase. Wir können sie nicht mal anständig begraben. So, Popo schon abgeputzt, mein liebes Kamel. Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zenny. Es war Ptolemäus krankes Regime. Er ist ein schlechter Pharao. So, runde mit dir. Wo müssen wir jetzt hin? Da drüben. Auf geht's. Er wird sehr mehr schön finden, als er hier hatte. Ein neuer Fähigkeitspunkt. So, schauen wir doch mal, wo wir den einsetzen können. Das hatten wir schon alles. Ja, die Attentat-CP nehmen wir mal mit. Das wird uns weiterbringen. So, dann können wir gleich mal unseren Nahkampfwaffe erweitern.
Die bekommt ihr übrigens im Ubisoft Club, wenn ihr die Punkte einlöst, die ihr euch verdient habt. In anderen Spielen auch. So, wo geht's jetzt weiter? Da wird fleißig gekämpft. Oh. Ihr Feiglinge. Hättet ihr ihm wenigstens ein Schwert gegeben, damit er sich wehren kann. So, dann machen wir doch die Wasserratten. Ist das Bayek, der Magi? Hey! Sigiliet! Meine Güte, was ist denn hier los, Leute? Oh. Schlachten die armen Leute einfach ab. Gib mir einen Grund, dich aufzuknüpfen! Irgendeinen! Nun ist Neo Jedian. So, gleich sind wir da. Das Kamel kennt auch nur eine Geschwindigkeit. Das könnte auch mal ein wenig schneller laufen. Ach, da ist es. Wir haben schon fast zu weit gelaufen. Stopp. Na? Fällt denn der nicht um? Von so einem Pfeil? Na, sag mal. Was ist denn jetzt los? Der hat drei Pfeile in sich drin. Vier sogar. Glaub ich spinne. Welcher normale Geier hält es aus? Ach, wir haben ja Halloween. Die Geier sind bestimmt verflucht. Nochmal? Ah, lieber nicht. Die Amanai-Höhle. Aya und ich kamen als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Amun, steh mir bei. Der scheint nicht böse zu sein. Cat?
Bist du das? Was machst du da? Bayek, du bist zurück. Sei leise, sie hören dich noch. Wer hört mich? Die Banditen, die Bastarde, haben die Quelle übernommen. Beinahe jeder in diesem Teil von Siva bezieht von dort sein Wasser. Mal schauen, ob es noch einen Eingang gibt. Die Bauern sind auf diese Quelle angewiesen. Sie werden schon zahlen. Rauskommen wird er nicht. Schauen wir mal nach oben. Ah, na, er kommt nicht. Na, da ist aber nichts weiter. Der Felsen da drüben scheint interessant zu sein. Vielleicht bringt er mich irgendwann mal weiter. Dass man den irgendwo runterrollen kann, dass er Leute erschlägt. Sollten wir uns mal merken. Hilfe gebrauchen. Ja, ich helfe dir doch. Sei doch mal leise, Mensch. So. Da kommt einer hoch. Eine springt runter. Schichtwechsel. So, wenn ich den ausschalte, dann wird es der andere sehen. Das zieht auch nicht viel ab. Andere scheint erstmal weg zu sein. Wenn ich den da jetzt ausschalte. Naja. Oh. Knie dich wieder hin, Mann. Das geht nicht. Knie dich hin. Oh. Was für ein Bug im Spiel. Kniet sich nicht hin. Ja, und der hat mich natürlich gesehen und kommt jetzt. Überraschungsmoment, c'est la vie. Verdammte Geier. So ein Mist. Und bleibt da oben. Ah, Glück gehabt. Oh Mann, jetzt knie dich doch mal hin, ey. Sag mir Bescheid, wenn die Soldaten kommen, dann rechne ich mit ihnen ab. Schlaf gut. Ah, nicht runterfallen. Bleib hier, Mann. Warum kann man die nicht nehmen, wenn die am Leben sind? Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt müssen wir den armen Kerl noch ermorden, dann können wir ihn ertragen. Welchen Sinn hat das denn? Schlagt alle Bauern zu Brei, Männer. Sie sollen wissen, dass wir es ernst meinen. Das geht einfach nicht. Warum schlägt da irgendwo in der Luft rum und nachher ist er tot? Also, Ubisoft, da müsst ihr echt mal nachbessern. Wenn ihr ihn mal seht, bringt ihn zu mir. Ich will ihn befragen. So. Aber keiner mehr. Nehmen wir die Pfeile da noch mit. Und da haben wir auch schon den ersten Schatz. Sag mir Bescheid, wenn die Soldaten kommen, dann rechne ich mit ihnen ab. Eins, zwei, drei sind da unten. Hm. Die Bauern sind auf diese Quelle angewiesen. Die werden schon zahlen. Ist da noch einer? Psst, leise. Du siehst mich nicht. Hey. Gute Nacht. Na, so, jetzt.
Die Steuerung ist manchmal noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber das sollten wir mit der Zeit hinkriegen. Alles nur eine Sache der Übung. So, dann schnappen wir uns noch die letzten drei. Oh, ist da noch einer? Da hinten runter, da werden die uns sehen. Das wird mich nichts weiterbringen. Jawohl, mit einem Treffer. Ah, bleib stehen, Mann. Jetzt kommt er hoch. Perfekt, jetzt treffen wir ihn. Und tschüss. Die zwei rennen da unten rum. Also so schlau ist die KI auch nicht. Warum klettern sie nicht nach oben? Na, da ist ja schon wieder einer. Und weg. So, aber jetzt. Geh doch. Das war's. Die Banditen kommen so schnell nicht zurück. So. Dann holen wir uns die letzten beiden Schätze. Und da ist der letzte Schatz. Na? Jetzt. Oh ja. Beton war es und wer kennt sie nicht? Du hast die Quelle zurückerobert. Den Göttern sei Dank. Die Bauern brauchen sie dringend. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Magi zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Senni.